kurz ein bisschen so mit dem Hintergrund. Livestreaming, Meerkat und Periscope, so wie wir das heute kennen, hat eine lange Geschichte. Los ging es eigentlich mit Justin TV. Das war im Jahr 2007, also just im Jahr, in dem auch das iPhone auf den Markt kam. Der Gründer dieser Firma hieß Justin Kahn, heißt er immer noch, hoffe ich für ihn. Der hat nämlich live gebroadcastet sein ganzes Leben, und zwar 24 Stunden, 24/7. Dazu hatte er eine Livestream-Kamera an seine Mütze montiert mit einem Mikrofon, und im Rucksack sehen wir also seine Empfangsstation. Das war sein eigentliches Produkt, nämlich da drin befand sich also dann quasi ein Laptop, über den dann der Livestream rausging. Und diesen Rucksack hat er verkauft. Heute gibt es Justin TV so immer noch, aber hauptsächlich in einer neuen Form, nämlich Twitch. Und Twitch hat sich spezialisiert auf, ja, Live-Broadcasting von Computerspielen. Ich glaube, ist mittlerweile von Amazon aufgekauft worden. Livestream ist eine zweite App, die damals rauskam. Das sind so die Produkte, die Livestream heute rausbringt. Und Consumer-Markt in dem Professional-Bereich, wollte ich sagen. Die haben sich spezialisiert vor allem auf Übertragung von Groß-Events, von Konzerten und von Konferenzen und ähnlichen Dingen. Ustream ist noch sowohl im professionellen Bereich als auch im semi-professionellen Bereich unterwegs. Ustream hat eine ziemlich geile App schon damals gehabt, war eine mit der ersten, mit der man also vom iPhone aus live broadcasten konnte. Problem ist nur, deren Geschäftsmodell ist knallhart, dass man sich die Pro-Version kauft, und die ist abartig teuer, zumindest für Amateure. Kostet so 50, $100 im Monat, und wenn man nur ein- oder zweimal streamt im Monat, dann bringt das eigentlich recht wenig. Diese ganzen Apps, die ich jetzt gezeigt habe, stammen alle aus San Francisco, alle aus dem Jahr 2007, auch aus dem Jahr 2007, stammt aber aus Schweden, soweit ich weiß, Bambusa. Ich glaube, so spricht man das tatsächlich. Auch eine sehr, sehr feine App gibt es immer noch. Allerdings ist die so ein bisschen untergegangen jetzt durch Periscope und Meerkat. Bambusa ist eine sehr, sehr schöne App. Ist nativ, kann man wunderbar mitarbeiten. Das Problem ist, ihr fehlt einfach das soziale Netzwerk, und daran scheitern die meisten anderen Apps. Deswegen sind jetzt Meerkat und Periscope auf einmal von 0 auf 100 an den anderen Apps vorbeigezogen. Weil die hatten das soziale Netzwerk im Schlepptau, und das fehlte den anderen. Jetzt ist das Thema auf einmal ganz groß am Kommen, und ich glaube, wir haben immer noch nur die Spitze des Eisberges gesehen. Und das ist also derjenige, welche der das Livestreaming quasi von 0 auf 100 katapultiert hat. Viele von euch waren ja mit mir auch in Austin, als dieser ganze Hype losging um Meerkat. Tatsächlich erst am 27. Februar diesen Jahres gestartet, also nur wenige Monate alt, und schon nach wenigen Wochen über 1 Million Nutzer. Wie viele Nutzer heute bei Meerkat unterwegs sind, sagen die nicht, sagt Periscope auch nicht. Man darf sich nicht täuschen, es sind noch nicht allzu viele, aber es sind zu viele, um es zu ignorieren. Periscope, eine Firma, die es seit über einem Jahr gibt, oder ein Startup, wurde Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres aufgekauft von Twitter und hat dann die gesamte Marktmacht von Twitter sozusagen reingeschmissen, um den Moment, den Meerkat ausgelöst hat, also zu nutzen, auf der Welle quasi zu schwimmen und an Meerkat vorbeizusegeln. Das ist eine Grafik, die ist mir irgendwann mal für einen Blog eingefallen. Hat Periscope Meerkat gekillt? Ja, kann man so sagen, wenn man auf die Nutzer so achtet. Da ist tatsächlich also eine Verdrängung geschehen. Allerdings würde ich Meerkat noch nicht komplett abschreiben, denn Meerkat gibt sich größte Mühen, durch die offene API, die sie hat, im Gegensatz zu Periscope, also mit Partnern wieder groß zu werden. Und einer dieser großen Partner ist GoPro. Das heißt, in der Kombination von so Geräten wie einer GoPro und Meerkat, da könnte ich mir vorstellen, da ist Musik drin. Das heißt, ich würde Meerkat noch nicht komplett abschreiben. Ich habe sie immer noch auf meinem iPhone geladen und möchte keine Wette darauf eingehen, dass Periscope schon der klare einzige Gewinner ist.